Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video geht es um diesen Trabi und ja, was gibt es über den zu sagen? Den habe ich jetzt letztens gekauft. Fand, dass der insgesamt nicht so schlecht aussieht. Das Chrom ist noch relativ schick, der Lack sieht noch nicht so schlecht aus. Innenausstattung, kann ich mal kurz so ein bisschen reinfilmen, sieht soweit auch alles relativ ordentlich aus. Nichtsdestotrotz gibt es hier ein bisschen was dran zu machen. Und genau. Was sind so die Hauptmacken? Also erstens, der läuft halt nicht. Batterie ist gerade nicht drin, die hatte ich aber dazu, die steht bei mir zu Hause. In dem Video werden wir auf jeden Fall versuchen, den zum Laufen zu bringen. Und zum Paaren und zum Bremsen. Und wir werden versuchen, die groben Schönheitsfehler an dem Teil zu beseitigen. Unter anderem so Sachen wie hier Luftfilter und Tank, rostig. Hier hinten so ein bisschen. Alles ein bisschen rostig hier im Motorraum. Das sind aber noch die kleineren Sachen. Ja, dann die Motorhaube eingerissen. Hier an der Seite hat er einen Schönheitsfehler. Den können wir auch irgendwie versuchen zu reparieren. Insgesamt muss er halt ein bisschen aufpoliert werden. Reifen sind, glaube ich, sogar noch ganz okay. Würde ich jetzt nicht unbedingt mal neu machen. Das sind eigentlich noch, sind noch relativ neu. Der stand auch nicht so lange. Hat auf jeden Fall schon neue Papiere, sprich der muss ab 2000 irgendwas, oder ich weiß gar nicht genau, seit wann die neuen Fahrzeugpapiere haben, aber kann nicht so lange her sein, dass der angemeldet gewesen ist. Ich kann auch mal gucken, in der Zulassung müsste eigentlich drin stehen, ich glaube 2002 oder irgendwas, bin ich mir gerade nicht ganz sicher, müsste ich mal gucken. Genau, und jetzt wird erstmal die erste Aufgabe, den irgendwie hier rauszubekommen, und das versuchen wir jetzt mal. Festgestellt, dass er einen Platten hat. Und das werden wir natürlich vorher erstmal wieder aufpumpen. Das sollte reichen. Suchen wir uns mal noch die anderen Reifen an, ob da einigermaßen was drauf ist, und dann versuchen wir den mal hier rauszuorgeln. So, wir haben jetzt aktuell folgendes Problem. Wenn ich die Batterie anklemme, leuchtet erst die Lampe innen, und sobald ich die Zündung umdrehe, geht alles aus. Und dann, wenn ich ein bisschen wackel hier und so, geht es dann wieder. Meine Vermutung, die Batterie ist nicht das Problem, sondern unser Kontakt hier. Dieser Stecker hier war ganz schön korrodiert und so. Jetzt habe ich hier ein bisschen dran rumgewackelt. Hier passiert auch eigentlich nichts. Ich kann ja mal gucken. Wenn ich den Stand mache, dann sieht wieder, geht die Zündung auch nicht an. Also der Schlüssel ist eigentlich dran. Ich weiß nicht, ob die Zündung an ist. Oder was überhaupt? Ich werde gucken. Ja, kannst du mal reinfüllen. Jetzt hier, wenn ich jetzt dran bin, leuchtet die Lampe. Sprich, dann gibt es einen Kontakt. Und ich denke, das Problem wird gewesen sein. Jetzt leuchtet es bestimmt nicht. Leuchtet es? Nee. Das ist einfach das Problem. Wir haben ja keinen ordentlichen Kontakt. Wenn wir so ein bisschen kratzen, dann geht's. Und wir müssen jetzt einfach mal das hier ein bisschen sauber machen, diese Kontakte. Ich will nochmal hier an dem Kabelschuh ein bisschen rumkrimpen, dass sich das vielleicht auch ein bisschen besser wieder Kontakte gibt. Und dann müsste es gehen. So, dran ist es wieder. Wir gucken jetzt noch mal, ob man jetzt merkeln kann. Zündung an. Klingt gut, würde ich sagen. Problem behoben. Jetzt werde ich erstmal versuchen, den irgendwie mit einem Anlasser rauszufahren, weil der jetzt aktuell natürlich nicht anspringt. Beziehungsweise haben wir uns jetzt nicht wirklich getestet, aber ich denke, wir, ja, probieren es einfach mal, ob er erstmal rausfährt, und dann kümmern wir uns um Vergaser, Tank, Sprit. Ich weiß nicht, ob jetzt hier noch Sprit drin ist. Sieht nicht so aus. Dann müssen wir noch mal welchen besorgen.
machen wir dann gleich auf dem Weg, wenn wir uns das Blech suchen. Das ist nämlich das erste, was wir heute machen wollten. Oder wollen, bevor wir das Ding zum Laufen bringen. Einen Ersatzblech suchen für den Fahrerraum. Sieht man jetzt nicht von innen direkt, aber ich zeige es euch dann immer genau ausgerollt. So, jetzt wünscht mir Glück, dass es klappt. Sagt man dazu, er ist aber angesprungen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, also ihr hört, der Motor springt schon mal an und klingt nicht schlecht. Bringt uns auch Punkte. Ja, war jetzt gar nicht so gedacht, dass er von selber fährt, aber hat er selber so gemacht. Genau, dann müssen wir mal gucken bei dem Teil, was ich euch zeigen will. Also erstmal, wir haben keine Bremse. Darum müssen wir uns kümmern. Und was unser Hauptproblem ist, ja, hier sieht man jetzt einfach so ein Loch quasi. Und wir brauchen halt dafür ein Ersatzblech, mehr oder minder, was wir hier reinschweißen können. Es ist aber jetzt noch nicht so schlimm. Also, es wird darauf hinauslaufen, dass wir hier alle Innenausstattungen, also Sitze und die Matten rausnehmen. Dann ja alles mit der Flex grob drüber gehen. Und die Teile, die jetzt wirklich schlecht sind, hier raus sägen. Der Schweller ist ja hier, sprich der Schweller. Der Schweller ist, glaube ich, nicht betroffen. Also der Schweller sieht noch ganz gut aus, wenn wir auf der Hebebühne alles soweit genau sehen. Und müssen uns halt für das hier aus unserem, ich habe ja noch die Buggies in Heidenau stehen und da habe ich jetzt überlegt, säge ich mir einfach aus einem davon den Bereich aus. Deswegen mache ich mir davon jetzt einfach mal ein Foto hier. Und genau, dann fahren wir erstmal nach Heidenau, gucken nach dem Blech, sägen uns das dort aus. Und dann fahren wir wieder her und dann fangen wir hier an. An der Stelle. Machen wir mal ein Foto von. Zack. So, und da haben wir das. Genau, jetzt fahren wir bloß den Polo hier rein, weil der jetzt ja, hier nicht so offensichtlich stehen soll. Da gibt es immer Ärger. Und genau, dann fangen wir hier an. Ja, das muss halt alles mal hier sauber gemacht werden. Innenraum, Unterboden ein bisschen abschleifen. Die Roststellen beheben und äußerlich hat er ja nicht so viel, also er muss halt mal aufpoliert werden, aber er hat eigentlich noch relativ schön Originallack, das Chrom sieht noch relativ gut aus, hat natürlich trotzdem an Rädern so ein bisschen Rost und so und dann halt hauptsächlich die Stelle hier, wo wir mit ein bisschen Spachtelmasse ran müssen und Lack und halt den Motorhaube tauschen und das ist eigentlich so der Plan, deswegen machen wir jetzt erstmal los, holen uns dieses Blech und genau, bis dahin. So, wir haben jetzt hier unseren Buggy rumstehen. Bei dem ist es eigentlich nie so wichtig, was hier für ein Blech drin ist. Deswegen, hier wird eh dann demnächst irgendwann mal, also wenn wir da mal Zeit haben, Platz haben und alles, wird dann hier dran rumgebastelt. Und dann kommt hier so ein Dach drüber und alles. Es werden hier sämtliche Blecharbeiten gemacht. Und das schadet es jetzt auch nie, wenn jetzt hier das Blech fehlt. Das rostet hier eh nur weg. Und es hat halt eben diese originale Form hier, die wir brauchen. Eben mit diesen Ausstanzungen hier. Versteifungen sozusagen und wir sägen uns jetzt einfach hier in den Viereck raus, was wir brauchen und mal gucken, wie gut das klappt. Wir können jetzt überlegen, ob wir das noch mitnehmen, aber ja, brauchen wir eigentlich nicht. So, Blech ist raus. Ja, hier ist halt ein Loch drin. Macht sich bestimmt gut beim Fahren. Ja, hier kann man so seine Füße perfekt reinmachen. Und genau, da läuft doch schön das Wasser an Schweller. So wie das sein soll. Nee, Spaß beiseite. Hier wird dann irgendwann demnächst einfach ein einfaches Blech drüber geschweißt, weil ja, es wird eh nur ein Airsoft Offroad
Autoprojekt, Cross-Ding, was eh niemals angemeldet wird. Steht sowieso schon das Wasser drin und rostet. Und genau, ich brauche halt das Blech, weil das ja genau diese Versteifungen drin hat, damit das dann von unten auch wieder halbwegs original aussieht. Und genau, da habe ich mir das jetzt hier einfach ausgesägt und wir fahren jetzt wieder nach Hause und fangen dann mit unserem Trabi an. So, wir haben jetzt einfach mal Sprit reingekippt und da er vor uns schon angesprungen ist, vielleicht haben wir Glück und müssen gar nichts machen und der läuft einfach gleich. Ja. Deswegen würde ich mal sagen. Achso, ich habe auch Bremsflüssigkeit reingekippt. Wir haben jetzt wieder einen, naja, halbwegs okayen Druckpunkt, aber der rollt nicht mehr. Sprich, wir haben einen festgerosteten Radbremszylinder. Und das müssen wir dann mal gucken. Ich weiß nicht, wie schlimm das jetzt ist. Ob wir jetzt noch fahren können so oder ob das gar nicht mehr geht. Und ja, das werden wir mal ausprobieren. So, dass man damit fahren kann. Sprich, wir räumen jetzt mal den Weg frei und versuchen einfach mal, ob das Ding jetzt noch überhaupt irgendwie rollt. Und dann fahren wir erstmal rüber und dann ja, packen wir den auf die Hebebühne und gucken uns das Ganze mal mit den Bremsen an. So, Trabi steht da. Ja, läuft nicht richtig. Also, Vergaser müssen wir uns auf alle Fälle anschauen. Das wird dann ein bisschen separates Video zum Vergaserreinigen im Detail. Hier werdet ihr jetzt einfach nur einen Cut sehen, dann ist das gemacht. Und wir fangen jetzt aber mit den Bremsen hier an, weil es eigentlich das Wichtigste ist aktuell. Und genau, los geht's. So, der Trabi ist auf der Hebebühne. Wir werden jetzt mal grob eine Inspektion von unten machen. Gucken, ob irgendwas schlimm aussieht. Hauptsächlich ist er eigentlich einfach nur dreckig von unten. Kotflügel, soweit. Der Seite sieht doch gut aus. Hier unten ist jetzt nie so viel zu sehen eigentlich. Können uns mal das Loch angucken, was wir haben. Hier sieht man das. Ja, ist sichtbar, aber es ist nicht ultra schlimm. Ich denke, was ich machen werde, ist, ich werde ihn mal ganz hochfahren dann mal. Und mal mit dem Kercher unten einfach mal alles abkerchern. Dann geht nämlich auch der ganze lose. Ja, Lack und alles runter und dann werde ich einfach alles neu konservieren an den Stellen, wo es halt ab ist. Ja, die Federn mal reinigen, ein bisschen schmieren alles. Hier hinten sifft es schon irgendwie, höchstwahrscheinlich Bremszylinder undicht. Wir fangen jetzt einfach mal an, indem wir die ganzen Räder abschrauben. Ah, will er nie. Naja, gut. Versuchen wir das mal und ja, wenn wir die alle runter haben, zeige ich euch mal, wie es dann da aussieht. So, wir müssen jetzt hier die Sicherungsbleche wegschlagen. Dann nehme ich mal einen fetten Schraubenzieher. Und dann klappe ich mir die einfach so zur Seite, dass die quasi hier nicht mehr die Mutter halten. Vorne ist es ein bisschen anders. Da kann man jetzt nicht so viel machen. Das sind welche, die quasi hier direkt eingeschlagen werden in den Bolzen. Da hilft eigentlich nur viel Kraft und dann kriegt man die auch so runter.
Wir müssen halt jetzt, also die Räder vorne sind ja auch ein bisschen fest. Vor allem das hier. Ist irgendwie immer vorne links. Das war bei meinem blauen, ist das auch die, genau die, die fest ist. Warum auch immer. Aber genau. Müssen wir jetzt das Ding so ein bisschen auf den Boden runterlassen, dass wir quasi was einklemmen können zwischen die Bolzen. Wenn ich jetzt hier direkt mit meinem, also ich kann das einfach so direkt mit meiner Nuss dran gehe. Dreht sich das einfach. Und deswegen lassen wir den jetzt weit runter, legen uns hier was dazwischen zum Blockieren, Stahlrohr oder so, und dann versuchen wir das mal anzulösen. So, wir haben uns das jetzt hier blockiert mit einem Rohr und jetzt können wir mal versuchen, es kann aber sein, dass es nicht klappt, ein bisschen Last drauf zu geben. Das ist immer, naja, so eine Sache hier. Das Ding ist so fest, meistens, dass man eigentlich keine große Chance hat, die mit irgendeiner normalen Ratsche zu lösen. Da habe ich aber auch eine Idee, wie ich sonst immer gemacht habe. Das Problem ist natürlich, wenn man so eine Ratsche hier zu doll belastet, ihr merkt schon, es geht gar nicht. Geht die irgendwann kaputt. Deswegen übertreiben wir es nicht. Ich schau mal, ob ich das Teil finde, womit ich sonst immer gelöst habe. Ja, genau. Und bis dann. So, wir versuchen es mal, ob sie auch klappt. Das ist immer ein bisschen brutal. Ach, am Glück. Ihr seht, hat sie es gelöst. Und jetzt können wir es einfach runterdrehen. Ja, ganz einfach nie, aber. Zack, locker. Jetzt kommt noch hinten. Hinten wird es auch nochmal schwierig. Vielleicht sogar noch schwieriger. Jetzt hat sich was getan. Vielleicht haben wir Glück. Es löst sich doch noch. Oh ja. Jetzt kommt. Siehst du? Manchmal muss man einfach noch ein bisschen versuchen und dann klappt es irgendwann. Ihr seht, hat sich sie doch noch gelöst. Müssen wir nur noch eine schaffen und dann haben wir das Ganze geschafft. So, hier ist jetzt auch runter und wir machen jetzt noch auf der anderen Seite. Die letzte, gucken wir mal, was wir auch hinbekommen, und genau, dann schauen wir uns die Bremsen mal im Detail an. So, genau, alle Muttern runter. Jetzt müsst ihr bei euch gucken, habt ihr einen neueren? Ich glaube ab so, naja, prinzipiell, wenn ihr einen 12 Volt habt, der original 12 Volt war, ist es eigentlich so, dass die nicht mehr konisch sind, die Achsen. Sprich, ihr braucht keinen Abzieher. Ihr kriegt die auch so runter, indem ihr einfach zum Beispiel euer Rad mal wieder draufschraubt mit zwei Muttern locker und es dann einfach wie so einen Zughammer quasi dran ruppt. Dann kriegt ihr die Trommel einfach so runter. Bei den älteren hat man wie so eine Art Widerhaken und da gibt es einen speziellen Abzieher dafür. Und ohne den kriegt ihr das auch nicht runter. Also wenn ihr den nicht habt, habt ihr keine Chance. Bei den neueren ist es halt, wie gesagt, nicht mehr unbedingt vonnöten, da kriegt man die auch eigentlich so runter. Da kann man auch mal dann vorsichtig ein bisschen auf die Achse schlagen, vor allem hinten. Und wenn das dann schon, sag ich mal, locker ist, also ich würde euch empfehlen, wenn ihr das macht, schraubt euch vorher die Mutter hier ein Stück drauf. Ungefähr so, dass ihr nicht euer Gewinde zerkloppt. Und dann mal vorsichtig mit dem Hammer hier kloppen. Wenn die dann nach innen rutscht, müsst ihr dann eigentlich nur noch ein bisschen... ja genau, das Rad draufschrauben, ein bisschen ruppen und dann kriegt ihr das eigentlich ab. Wir versuchen jetzt mal alle Trommeln abzubekommen. Ich zeige euch das nochmal, wie ich es genau mache. Und genau. So. Wie gesagt.
gesagt, hier die Mutter drauf. Vorsichtig schlagen, ihr seht schon, die ist gerade nach innen gewandert hier. Mehr dann nicht, das reicht. Die Mutter logischerweise wieder ab. Und jetzt machen wir es jetzt mal ein bisschen einfacher. Steckt euer Rad dran. Das einfach hier locker drauf mit zwei Muttern, ein paar Umdrehungen, dass ihr euch die Nickel abreißt. Zack, da haben wir sie. Ja, und wie ihr seht, suppt es hier schon sehr mächtig. Das kommt zu 99,9% hier aus dem Radbremszylinder raus. Man sieht es hier so ein bisschen. Der Seite ist sehr undicht. Bedeutet eigentlich so viel wie entweder regenerieren oder erneuern. Da ich die selber nicht regenerieren kann, habe ich eigentlich nur noch die Option, die zu erneuern. Aber bei der Gelegenheit, wenn wir es hier aufhaben, gucken wir uns die Bremsbeläge an. Hier, ob die noch ordentlich Belag drauf haben. In dem Fall noch nicht unbedingt schlecht. Ist schon noch gut was drauf. Hier ist schon krass, wie es hier raussuppt. Ne? Können den ja mal rausholen und gucken, wie kann prinzipiell, wenn der noch nicht komplett schlecht ist, auch nur die Dichtung tauschen. Vielleicht habe ich auch noch irgendeinen Ersatz rumliegen, der noch nicht so undicht ist. Da kommen wir vielleicht um die Bremszylinder drum rum. Sind aber so ungefähr 60-70 Euro der Satz Bremszylinder, wenn man die Belege nicht braucht. Und wie gesagt, hier ist noch wirklich jede Menge Belag drauf. Gucken wir mal, wie die anderen Seiten aussehen und genau, machen wir dort weiter. So, hier ist das Prozedere. Mal weg. Rad drauf und. Okay. Der will irgendwie nicht so richtig. Das müssen wir mal gucken. Okay, gut, ich weiß, woran es liegt, weil das ist der. Bei dem wir das Problem haben, dass der festgerostet ist. So, jetzt haben wir hier folgendes Problem: Die Bremse klemmt jetzt unsere Backe fest. Und jetzt kann man hier eigentlich nur die Schraubenzieher versuchen hinterzugehen. Also ich versuche das Ding ein bisschen runter zu hebeln. Das Problem ist halt, dass dieses Blech hier jetzt nicht so ultra stabil ist. Jetzt eigentlich unbedingt die ideale Kraftaufnahme bietet. Aber das machen wir jetzt so. Ich kann mal den Hammer zur Hilfe nehmen. Wenn ihr auch mal hier gucken, wie man hier sieht, eigentlich ist es locker. Also hier auf der Achse hält es nicht. Versuchen wir hier von uns. Um zu kämpfen. Eigentlich hält da nichts mehr. Also das ist einfach nur. Hier ist zwar so eine Schraube drin, die man rausmachen kann und dann kriegt man die. Also das können wir auch mal versuchen. Die gelöst bekommen. Geht sogar. Vielleicht bringt es uns was, werden wir gleich sehen. Die Schraube hält die äußere Trommel. Die Trommel ist ja zweiteilig. Kann sein, dass es uns was bringt. Und das ist einfach mal. Ja, man merkt halt hier, dass die Belege sich verkeilen. Runter jetzt.
damit wäre die Dings runter. Die vorderen Zylinder, also die Bremse ist noch komplett trocken. Sprich, hier kriegen wir den Zylinder vielleicht wieder hin. Jetzt müssen wir halt mal gucken, woran das liegt. Ja, jetzt fühle ich mich auch ein bisschen verarscht. Naja, ihr seht, ist runter. Man muss einfach mal ein bisschen wörchen hier, das ist immer, das, keine Ahnung, verklemmt sich alles und gammelt sich fest über die Zeit. Da hilft eigentlich nur ein bisschen rammeln, ein bisschen ruckeln und dann kriegt man das eigentlich runter. Belege sehen hier eigentlich noch ziemlich gut aus. Hier gucken wir uns halt dann die Zylinder an. Wir müssen versuchen, das Ding zu entlüften, wenn man, also man sollte das vor allem auch als erstes mal versuchen, bevor man hier Zeit reinsteckt, hier irgendwas gängig zu machen, einfach mal gucken, ob man die, hier ist immer so nicht, soll man machen, zum Entlüften hat man ja immer dieses Ventil hier und wenn man das nicht mehr gelöst bekommt, dann braucht man auf jeden Fall neue Zylinder, wenn man es abbricht. Seit man hat das als Ersatzteil rumliegen und kriegt es ausgebohrt oder was weiß ich, ist aber ein ziemliches Gemäre, deswegen ich tausche dann einfach die Bremszylinder mal komplett aus. Das kann, finde ich, immer nicht schaden. Sind nicht so teuer und dann hat man auf jeden Fall die Garantie, dass man wieder gute, ja, Bremsleistung hat. Nur ein Zylinder, der einem plötzlich undicht wird, wie hinten zum Beispiel. Genau. Jetzt gucken wir noch auf der anderen Seite. Das mache ich jetzt mal off-cam ab. Das kriegt man bestimmt auch so ab. Ihr habt gesehen, wie man es macht. Darum ging es mir jetzt hier vor allem, dass ihr das zu Hause nachmachen könnt, wenn ihr bei euch auch mal die Bremsen machen wollt. Und genau. So. Die Seite ist auch runter. Hier sieht man auch, dass der undicht ist. Hier suppt es. Genau. Was wir jetzt eigentlich versuchen können, ist, dass wir vorne die Dinger wieder gängig bekommen. Und hinten die werden wir halt dann einfach austauschen. Weil die halt beide undicht sind. Und ja, da brauche ich prinzipiell nur für hinten die Radbremszylinder. Ist jetzt halt die Frage, ob es sinnvoll ist, da die einzeln zu bestellen, ob man das viel günstiger kommt. Oder ob ich mir einfach einen kompletten Satz bestelle und dann gucke. Wir fangen jetzt auf jeden Fall mal damit an. Also ich kann jetzt mal überall mal pumpen und mal gucken, wo was passiert. Quasi. Dass wir wissen, welche sich überhaupt bewegen hinten die. Na gut, da stecke ich vielleicht jetzt mal schnell wieder eine Bremstrommel drauf, dass die sich nie auseinanderdrücken. Die können nämlich auch auseinanderspringen, wenn man die, ja, weit öffnet. Und genau, das machen wir jetzt einfach mal. So. Haben jetzt ja, die Belege mal hier angefangen abzubauen. Was ist passiert? Wir haben gerade mal überall die Bremstrommeln wieder drauf gesteckt und nur eine abgemacht. Mit dem Hintergrund, dass wenn wir pumpen, dass die anderen Zylinder nicht auseinandergehen können quasi oder nur so weit, wie sie halt normalerweise gehen können und dass wir hier richtig mal drücken. Und jetzt ist der eine hier rausgekommen, der hat sich gar nicht bewegt. Und genau, wir müssen jetzt quasi mal die Belege hier komplett abmachen, damit wir den Zylinder hier blockieren können mit einer Schraubzwinge und dann so doll drücken können, bis der hier rauskommt. Und dann kann man einfach diese Zylinder mal ein bisschen hin und her arbeiten lassen. Und wenn die irgendwann wieder richtig freigängig gehen, kann man das im Prinzip alles wieder zusammenbauen. Was sich immer empfiehlt, ist hier normalerweise, hier, genau, hier ist dieser Gummimippel, dass man hier in dem Bereich dann eben ein bisschen Fett reinmacht, dass einem das dann nicht wieder festgeht, hier die Bremszylinder. Der hier scheint jetzt schon halbwegs lose zu sein, hier machen wir jetzt wie gesagt eine Schraubzwinge drauf. Wichtig ist, das Zeug darf nicht wegkommen, ne? Das ist eure Verstellung, die müsst ihr reindrücken. Um die Belege rauszumachen, müsst ihr diese Federteller einfach nur runterdrücken und verdrehen, dann kriegt ihr die einfach ab. Das denke ich mal eigentlich selbsterklärend. Für jeden, der ein bisschen, ja, Grips hat. Und genau, die Teile hier müssen natürlich jetzt wieder eingefahren werden. Da muss man eigentlich nur diese Feder hier entspannen. Oder ja, spannen, besser gesagt. Und dann kann man das eigentlich hier so durchdrücken. Das ist bloß hier, weil es so weit draußen ist, gerade ein bisschen verklemmt. Kriege ich jetzt gerade mit Innerhand nicht hin. Wie gesagt, die müssen dann ganz rein wieder, wenn ihr es zusammenbaut, weil sonst ist eure Bremse auf Vorspannung. Und dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn es am Ende schleift. Wir machen das jetzt mal hier off-cam und genau, ich zeige euch gleich mal, wie wir diese Zylinder hier ein bisschen hin und her arbeiten lassen, um die wieder gängig zu machen. So, ja, der eine ist auf jeden Fall wieder gängig, den habe ich jetzt auch mal sauber gemacht. Jetzt ist hier der Kollege drin und drückt mal wieder auf die Bremse. Drück mal! So. Ja, nochmal, stopp, stopp, stopp! Wie ihr seht, ist der jetzt hier rausgesprungen. Der hat sich ein Stück bewegt. Macht das auf jeden Fall nicht mit so einer Plastikklemme, die halten das nicht. Ja, ist uns gerade eine zerbrochen. Hätte ich wissen können. Aber ich hatte nur diese ganz großen Schraubzwingen hier. Aber ja, jetzt habe ich die einfach genommen.
Und mit denen geht's halt. Die halten das wenigstens. Mal gucken hier. Die ist jetzt auch ein bisschen hier. Ach komm. So, jetzt ist hier noch ein Stück rausgekommen und du kannst eigentlich mal jetzt mit der Hand ein bisschen auf die Bremse drücken, dass die ganz rausspringt. Ganz rausspringen ist natürlich nicht ideal, aber wir wollen es jetzt ja ein bisschen sauber machen. Entlüftet werden muss es so oder so. Sprich, eigentlich kann es uns egal sein. Ja, nochmal. Gut, stopp. So, und jetzt haben wir den ganz raus. Jetzt machen wir uns das hier alles ein bisschen sauber drinne. Machen den Gummi sauber und bauen das wieder rein. Hoffen dann, dass es dicht ist. Das werden wir dann halt sehen. Wenn wir letztendlich das hier dann entlüften. Genau. Aber prinzipiell, wenn man den Gummi hier ordentlich sauber macht, den auf Beschädigung prüft, kann man die Dinger wieder verwenden. Wenn die jetzt nicht innen völlig verrostet ist, der Rand oder so, da muss man halt dann mal fühlen, ob das noch einigermaßen glatt ist hier. Genau. Ich mache das mal ein bisschen sauber. Und dann können wir das eigentlich hinten auch mal machen. Die mal rausholen. Den habe ich jetzt schon sauber gemacht. Dann machen wir auf der anderen Seite weiter und dann alle Räder rum. Quasi diese Teile immer sauber machen. Gucken, ob es dann nach wieder dicht ist. Also ich denke mal, hinten werden sie nicht mehr in Ordnung sein. So undicht, wie die da sind. Da wird irgendwas schon ein Arsch sein. Wenn die immer komplett durchgerostet sind, kann man die nur neu schleifen. Übermaß Dichtungen sicher anfertigen. Für mich sieht es ein bisschen so aus, als hätte man die... Also es wären das gar keine Originalen mehr, als hätte man die schon mal nachgedreht. Weiß ich jetzt aber nicht. Kann auch noch original sein. Auf jeden Fall, ja, ganz schlecht sind die ja nicht. Müssen halt jetzt so gesehen einfach nur wieder ein bisschen freigängig gemacht werden. Und ja, machen wir auf der anderen Seite weiter. So, wir haben uns jetzt entschlossen, einfach in Rad nach einem anderen fertig zu machen. Da das ja halbwegs dicht zu sein scheint, haben wir jetzt die Teile wieder reingemacht. Dafür habe ich das Entlüftungsnippel aufgedreht. Das müsst ihr mal probieren, weil wenn das nicht aufbekommt, wie gesagt, wenn es abbricht, bringt euch die Arbeit hier vorher nichts. Könnt ihr euch neue Bremszylinder kaufen. Genau, das hat aber geklappt. Das ist offen. Dann haben sich die Dinger hier reindrücken lassen. Ohne Probleme. Wenn ihr keine Luft im System habt, könnt ihr die auch so reindrücken. Aber wenn ihr Luft drin habt, dann funktioniert das halt nicht, weil die einfach wieder rausfedern. Und der Druck nicht hoch genug ist, um das wieder die Leitung hochzudrücken, die Flüssigkeit. In meinem Fall war Luft drin. Ich habe es aber aufgeschraubt. Dann lassen die sich prima reinmachen. Ich mache immer ein bisschen Kupferpaste oder einfach Fett hier unter diese Gummis, damit sich hier keine Feuchtigkeit drin staut und das mehr oder minder gegen Korrosion geschützt ist. Genau, jetzt setze ich mir diese Belege einfach wieder rein, schraube das alles zusammen, mache das ein bisschen sauber hier. Bremsenreiniger, alles ein bisschen abwischen und dann ist die Bremse soweit eigentlich fertig. Können wir das alles wieder zusammenschrauben und ja, genau. Teile filmen. So, machen wir die Nummer 2. Hier hinten wieder gegenhalten, von drehen. Dass man die Dinger runterbekommt, kann man die abmachen. Zack, das legt man sich mal irgendwo hin, am besten rein, oder dass es nicht wegkommt. Und genau, kann man die Teile eigentlich einfach so rausnehmen. Zack, legt man sie hin. Jetzt brauchen wir wieder unsere Schraubzwinge und dann brauchen wir wieder jemanden, der kräftig latscht. Und dann sollte das hier auch genauso klappen. Wie gesagt, am besten die Zylinder einmal komplett rausnehmen, alles sauber wischen, die Dichtung sauber wischen. Dann wieder reinmachen, gucken, ob er leichtgängig ist, vielleicht ein paar Mal hin und her rütteln lassen. Und dann geht es in der Regel wieder. Nicht immer, wenn die kaputt sind, die Dichtungen, dann wird es auch nicht wieder dicht. Ja, muss man aber ausprobieren. Genau, das machen wir jetzt wieder. Ist jetzt ein bisschen schwierig zu filmen, weil wir jetzt keine dritten Personen haben, ja, die hier filmen und drücken kann. Also, genau. Einfach so ausprobieren und ich melde mich dann zurück. So, genau. Wenn ihr das dann freigängig bekommen habt, wie gesagt, immer einen davon blockieren, den anderen dann drücken, bis er rausspringt. Und wenn man dann den einen reindrückt und der andere rauskommt, so wie hier, zack, und hier wieder. Dann weiß man, dass es freigängig genug ist. Jetzt muss man hinten das Entlüftungsnippel aufdrehen.
Wenn wir jetzt gleich sehen, ob wir Glück haben. Die sind halt immer gerne festgerostet, wenn sie die abbrechen. Ja, hast du eigentlich verloren. Ich versuche es mal, immer ganz mit einem Schlag einfach. Zack. Wenn es dann abbricht, dann ist es so. Dann braucht er einen neuen Zylinder. Da darf man dann auch nicht groß ausrasten. Darauf muss man sich von vornherein einstellen. Genau, und jetzt hier auf die unterste Endlage drücken. Dann nehme ich mir jetzt immer meine Kupferpaste. Ja, so ein Finger ungefähr. Schmieren wir das hier ordentlich rein. Ein bisschen rein verteilen. So nie übertreiben, den Rest dann einfach abwischen. Wichtig ist nicht komplett zu viel, weil da hast du auch nichts gekonnt, wenn du dann das Zeug an der Bremse direkt hast. So, dann kommen unsere Gummis wieder rein. Die könnt ihr euch dann ja mit dem Schraubenzieher gleich die richtige Position drehen. So, wenn das gemacht ist, Bremse wieder einbauen, alles ein bisschen sauber machen mit Bremsenreiniger. Belege nochmal vorher anschleifen, Trommel nochmal ein bisschen ausschleifen, um da irgendwelchen überschüssigen Rost rauszubekommen. Und ja, alles entfetten, sauber machen, zusammenbauen, fertig. So, also vorne die Bremsen funktionieren ja wieder gut. Hinten haben wir jetzt mal probiert, den freigängig zu machen, sauber zu machen, alles. Er ist trotzdem immer noch relativ undicht. Also man hat ja immer ab und zu mal einen Tropfen und ja, ein undichter Abbremszylinder ist natürlich nicht zielführend. Auf der anderen Seite war der auch undicht und sprich, wir machen die neu hinten. Ich gucke jetzt mal, ob ich noch Teile rumliegen habe in meinen Teilekisten. Vielleicht finde ich da noch einen. Denke nicht, deswegen bestelle ich da, denke ich mal, einfach nochmal einen Satz neue. Ist nicht so teuer. Die China-Dinger sind eben bedingt super hochwertig. Aber ich habe eigentlich keine Probleme mit denen gehabt. Die Bremsbeläge lassen wir ja so. Bei denen ist immer wichtig, dass die halt passen, damit die nie ungleichmäßig bremst. Das kann durchaus passieren, weil die vielleicht nicht genau den richtigen Radius haben und sich dann erst ewig einschleifen müssen, bis die dann quasi ordentlich in die Bremstrommel passen. Das kann man sich vorher auch angucken. Aber genau, wir müssen das eigentlich nicht machen, weil die Bremsbeläge noch in Ordnung sind. Wir müssen eigentlich nur hinten die Bremszylinder tauschen. Vorne haben wir sie jetzt schon regeneriert, mehr oder minder, wenn man das so nennen kann. Genau. Und ich schaue jetzt mal in meinen Teilen, ob ich noch was finde. Ansonsten bestelle ich neue. Und genau, dann war es das für heute. Und wir sehen uns, wenn die Teile dann da sind. Beziehungsweise wenn wir hier mit irgendeiner anderen Baustelle erstmal weitermachen. Und ja, aber jetzt wird es dunkel. Deswegen hören wir auf. Und jo, bis später. Vergaser jetzt wieder dran. Wie ihr seht, hier tropft es ein bisschen. Das kommt aus dem Überlauf, sprich wir haben irgendwie ein bisschen ein Problem mit unserem Schwimmerventil. Kann sein, dass es nicht ordentlich eingestellt ist. Müssen wir vielleicht nochmal kurz aufschrauben. Jetzt wollen wir erstmal probieren. Manchmal ist es auch so, das geht einfach weg, wenn man den mal laufen lässt, weil sich das ein bisschen frei rüttelt oder sonst was. War so meine Erfahrung. Sprich, wir lassen uns von dem Tropfen da jetzt mal nicht stören. Und ja, gucken erstmal, aber irgendwie anspringt. Und ja, genau. Gucken wir mal.
Okay. Schon mal angesprungen, hat auch halbwegs Standgas gehalten. Ist natürlich jetzt wieder ausgegangen. Ist aber besser als vorher, muss ich auf jeden Fall sagen. Da hat er nämlich gar keinen Standgas gehalten. Und das war jetzt ohne Choke, der ist sofort angesprungen. Soweit erstmal nicht schlecht. Tropft aktuell nicht mehr. Mal sehen, ob es wieder anfängt. Aber ja, ich würde sagen, wir versuchen nochmal, wo jetzt wieder kommt gleich. Und geben vielleicht nochmal ein bisschen Gas dazu. Standgas halten oder nicht? Okay, ist scheiße jetzt, aber machen jetzt mal Folgendes, wir versuchen jetzt mal die Schraube hier einfach ein Stück rauszudrehen. Mal so eine Umdrehung. Gucken, ob das verbessert oder verschlechtert. Und ja, versuchen jetzt demnach das uns ein bisschen einzustellen. Ich bin aber so schon mal relativ zufrieden, wie er jetzt läuft. Also, so könnte man auf jeden Fall schon mal fahren. Das mit einem Standgas wäre natürlich aber schön, wenn das auch noch klappt, dann so, dass es auch wirklich anbleibt. Ja, ist nicht unbedingt besser geworden. Können wir versuchen, ob wir dem Schraubenzieher an die andere Schraube kommen, um die nochmal einzustellen hier. Hier haben wir auch noch eine Schraube drin. Ja. Die nochmal ein Stück rausgeschraubt. Machen wir die. Ja. Lassen wir die mal so. Gucken wir, ob das noch was ändert. Aber soweit Vergaser ist erstmal jetzt gereinigt. Muss es halt noch eingestellt werden. Läuft auf jeden Fall jetzt schon mal gar nicht mehr so schlecht. Standgas.
Und ja, das ist schon mal gut. Sprich, das mit dem Motor haben wir schon mal gut hinbekommen so. Und ja. Eine Baustelle auch abgehakt. Ich warte jetzt noch auf die Bremszylinder für hinten, dass wir die Bremsen fertig machen können. Und heute kann ich jetzt nicht so laut machen, das war jetzt schon ein bisschen asozial, dass ich jetzt hier den Motor anschmeiße am Sonntag. Aber ja, ich wollte es einfach mal gemacht haben. Vergaser habe ich jetzt gereinigt. Benzinern machen wir jetzt zu. Das müssen wir ja auch noch ändern, weil der hat irgendwie, warum auch immer, hier den alten Benzinern drin. Also den man hier quasi nur aus dem Motorraum bedienen kann. Was meiner Meinung nach totaler Scheiß ist, weil ein Trabi lässt man nicht mit offenen Benzinern rumstehen. Da kommst du wieder und ist der Sprit weg. Weil die Vergaser eben auch gerne mal lecken. Der ist jetzt tatsächlich dicht. Vor uns hat er noch ein bisschen getropft. Jetzt hat er aufgehört, nachdem wir den mal angeschmissen haben. Genau, ich muss jetzt nur noch diese ganzen Sachen wieder drauf basteln. Und dann wird die Baustelle soweit erstmal abgeschlossen. Die Schönheitssachen machen wir eben dann alles, wenn es soweit ist. Wie zum Beispiel hier den Rost mal ein bisschen beseitigen. Hier hinten in der Ecke vielleicht ein bisschen mal den Rost weg. Neue Lack drauf sprühen und so. Das wird auf jeden Fall noch gemacht. Ich sehe jetzt gerade, was mich ein bisschen verwirrt. Und zwar, hier sieht man jetzt ja so grau. Darüber ist unser blaues. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier noch original so ist. Das ist ein bisschen komisch. Das ist auch alles voll mit diesem Kleisterzeug. Das ist ein bisschen komisch. Nicht, dass das hier eine Nachbaukarosse ist. Wäre natürlich ein bisschen blöd. Ich hoffe, dass das auch wirklich die ganz normale Trabantfarbe ist. Gletscherblau. Sieht so aus. Und werden wir dann sehen, wenn wir dann hier die ersten Sachen lackieren, ob das dann auch stimmt. Genau. Den Lack werde ich vielleicht morgen holen, wenn es die Zeit zulässt. Der Laden, der das bei mir in der Nähe vorrätig hat, hat bloß so ein bisschen doofe Öffnungszeiten, wo ich immer arbeiten bin, sprich da eigentlich nicht hingehen kann. Aber morgen habe ich vielleicht ein bisschen eher Schluss und da schaffe ich es vielleicht noch dort vorbeizuschauen und im Idealfall dann gleich was mitzunehmen. Genau. So, ja. Der Punkt wird abgehakt und machen wir weiter mit so ein paar Schönheitssachen, zum Beispiel dem hier. So, dann kümmern wir uns mal um diesen hässlichen Fleck hier. Also der Kotflügel wird komplett neu lackiert und wir versuchen, das jetzt halt hier möglichst zu verstecken. Hier muss ich jetzt einfach mit der Flex erstmal diese Schraubenköpfe runterschleifen, dass hier nichts mehr hervorsteht. Und das mache ich jetzt hier überall mal fix und dann können wir das ja zuspachteln. Sieht schon gar nicht mehr so schlecht aus. Ja, alle grob hervorstehenden Sachen haben wir weggespachtelt. Weggeflext. Und ja, wie machen wir jetzt weiter? Wir gehen jetzt hier mit Spachtelmasse drüber. Die ziehen wir quasi richtig schön hier glatt. Und dann wird das verschliffen. Dann verschleifen wir auch gleich noch hier den Kotflügel an der Stelle, wo der Lack so abgeführt wird. Also der Kotflügel wird komplett lackiert. Ja, und das würde ich sagen, versuchen wir einfach mal. So, Spachtel. Gehen wir hier einfach glatt mal drüber. So, ich habe jetzt mit dem Rest einfach mal noch hier bei der Motorhaube spaßeshalber das mal gespachtelt und hier vorne war so eine Delle drin, die habe ich ein bisschen, also da hat schon jemand was ausgebeult gehabt, hat man natürlich trotzdem noch gesehen, habe ich jetzt einfach wieder
bisschen reingedellt, Spachtel drüber und ja, genauso wie hier. Das muss trocknen und wir können uns eigentlich in der Zwischenzeit schon mal den Tank ausbauen und den Luftfilter, denn das wird neu lackiert oder will ich neu lackieren. Genau. Alles ausgebaut. Wie machen wir jetzt weiter? Wir müssen auf jeden Fall mal mit dem Kerscher durchgehen, weil das Ding ja hier überall sau dreckig ist. Und ich will ja auch hier so ein bisschen die Ecken und so ein bisschen neu lackieren, wenn ich dann eben gerade dabei bin. Und ja, wie ihr seht, ist das ja alles sau schmutzig. Was machen wir jetzt noch? Die Batterie noch abklemmen, ausbauen, damit hier kein Strom mehr auf dem System ist. Und danach können wir das Ganze eigentlich kerchern. Müssen natürlich gucken, dass unsere Spachtel vorher trocken ist, weil wenn nicht, dann sollte man natürlich nicht kerchern. Genau, und das ist prinzipiell das, womit wir jetzt weitermachen. Hier sieht man ja auch, das ist alles übelst schmutzig und dreckig hier. Das kriegt man eigentlich durch Kerchern ganz gut wieder sauber hin. Wichtig ist bloß beim Kerchern, dass wir uns den Einlass hier zustopfen, dass uns hier nicht irgendwie ja, Wasser in den Motor kommt. Genauso wie vielleicht die Benzinleitungen. Die werde ich vielleicht einfach mal für einen Moment hier rausnehmen. Oder vollständig abmachen einfach. Ist eigentlich relativ easy. Zack. Da wäre die Benzinleitung eigentlich schon draußen. Hier unten noch den Dings vorbiegen. Und da haben wir die Leitung. Tank ist ausgebaut. Das habe ich ausgebaut, damit wir es dann auch lackieren können. Und genau, die Sachen. Den hier können wir gleich noch mitlackieren. Das sieht nämlich auch ziemlich hässlich aus. Die lassen wir so. Machen wir bloß mal ein bisschen sauber. Jo. Das ist hier irgendwie mit so einer Isolationsbeschichtung, naja, beschichtet, aber die hat sich jetzt hier schon so aufgelöst, das wird hier einfach vollständig entfernt werden. Genau. Ist natürlich nicht ideal ohne diese Beschichtung, weil wir durch den Lack natürlich nicht so einen guten so eine gute Isolation haben, sage ich mal. Aber insgesamt, denke ich mal, kann man damit schon noch arbeiten. Also, ist eigentlich nicht so schlimm, wenn man einfach aufpasst, dass man keinen Kurzschluss baut beim Batterieanklemmen. Ansonsten kann da eigentlich nicht viel passieren. Und ja, genau. Ansonsten, ich mache jetzt weiter hier mit Abkerchern und genau. Ich habe jetzt den Tank und die Teile, die ich lackieren will, soweit schon mal halbwegs vorbereitet, alles abgeschliffen. Und was wir jetzt noch machen, ist das Ganze mit Rostumwandler einpinseln. Damit das Ganze, hier ist ja alles überall ein bisschen rostig, dass es nicht wieder anfängt zu rosten. Und genau, wenn wir das gemacht haben und der getrocknet ist, können wir das dann lackieren. Eingepinselt ist alles, jetzt müssen wir es halt noch soweit einwirken lassen, trocknen lassen, wie auch immer. Und wenn das passiert ist, dann können wir das Ganze lackieren. Ich denke aber, dass es jetzt, weil es schon relativ spät ist, heute nicht mehr wird. Weil bevor das richtig trocken ist, brauchen wir es auch nicht lackieren. Und ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es eben nicht mehr vollständig jetzt austrocknet. Also es wird halt bestimmt eine Stunde dauern mindestens und dann ist es dunkel. Sprich, wir hören an der Stelle hier auf. Ich würde sagen,
wir beenden damit auch den Part 1 von diesem Video, weil das sonst echt ein bisschen lang wird, habe ich das Gefühl. Und genau, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein, abonniert den Kanal, wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.